Hallo, auf einer Frachtbeförderung hier. Bei Lara Croft auf dem Wege zu Grimm. Und ihr wisst ja vielleicht, wer Grimm ist. Der alte schottische Opa, der für sein Alter ziemlich fit genug ist, den verrückten Solaris zu flüchten. Der scheint wohl richtig fit noch zu sein. Mal sehen, ob wir wirklich hier rüberkommen. Es dauert wohl nicht mehr lange. Ich hoffe, wir schaffen es. Ich hoffe es. Was für eine Barackenstadt. Unglaublich hier. Unglaublich, was wir hier gesehen haben bisher. Mit Glück schaffen wir es vielleicht. Und da hinten ist Grimm. Grimm! Bist du da? Das ist eine Falle! Shit! Oh nein. Oh Gott. Wir kriegen Besuch. Oh oh, hat nur noch das gefehlt? Ich muss hier irgendwie rüber, doch die Frage ist wie. Komm schon. Grimm! Shit. Dort hinten. Oh Gott, noch einer da hinten. Stirb. Wo ist Grimm? Der ist doch viel zu alt. Für sowas. Kann ich hier runter? Kommt, ich muss es riskieren. Alter. Es ging wieder fett auf die Gelenke. Wo ist mein Freund? Oh shit. Fuck. Stirb. Verrecke. Und du auch. Kannst jemand anderen essen, du Dreckskannibale. Wobei das ja nicht unbedingt Kannibalen sind. Verbrenne. Hohoho. Die sind ganz schön weggeflogen, oder? Heiliger Bimbam. Oh oh. Nächster. Die haben Grimm nichts getan. Shit, das sind wirklich viele. Ich nehme lieber am besten wieder meinen Bogen. Die kommen sogar rüber. Nächster. So, nur noch einer, glaube ich. Nee, da kommen mehrere sogar. Shit. Fuck. Oh oh. Und Schuss schnell. Wo ist er da? Fuck. Gott. Kritischer Treffer. Komm bloß nicht in meine Nähe. Ich habe kein Eis für dich. Boah. Die wollen es wirklich wissen. Wie viele wollen noch kommen, Mann? So, jetzt reiß aber. Was? Die Waffe weg! Oder ihr Freund ist tot! Nein, verdammt, tu's nicht! Okay. Das macht mir nichts, Mann, denn ich bin aus Glasgow. Tritt sie den Abgrund runter. Nein. Niemand bleibt zurück. Erstmal alles transferieren hier. Ich muss zu dem Palast. Ja, wir werden uns beeilen. Schnell. Ich muss alles aufnehmen. Wir haben auch nicht unendlich Munition. Ich sollte immer vorsorgen, das ist klar. Oh, Backe. Was ist mit Grimm passiert? Wie weit ist er runtergeflogen, Mann? Oh Gott. Ich glaube, überlebt hat er das bestimmt nicht. Und wie muss ich jetzt rüber? Okay. Hier rüber vielleicht. Okay, nichts wie rüber. Schnell. Ich muss ja sagen, das ist schon ziemlich beachtlich hier. Für den über 60 Jahre alten Opa Grimm. Der ja auch sehr gerne eine sozial kundliche Freundschaft hatte, mit vielen eigentlich.
Und ich finde ja, dass das hier wieder etwas zeigt, wie emotional eigentlich Lara berührt ist. Und das ist auch eigentlich Sinn und Zweck gewesen der ganzen Publisher hier, beziehungsweise der Entwickler. Denn es ist ja auch eine Art Reboot hier bei dem Titel Tomb Raider. Und ich habe das Gefühl, wir müssen hier über die Leiter. Oh Mann. Das war nicht zu spaßen. Mies, das wäre echt mies, wenn er jetzt wirklich gestorben ist. Ich glaube, ich muss hoch. Gibt es einen anderen Weg? Hey, da ist sie! Durchschneiden! Shit! Schon dabei! Oh oh. Soll ich weiter? Fuck! Komm schon! Oh, fuck! Pfeile! Ich hab sie! Scheiße! Ich geb dir Feuerschutz. Du kannst nach oben klettern. Oh, Gott sei Dank. Roth! Ja? Grimm ist tot. Sie wollten ihn als Druckmittel einsetzen, damit ich aufgebe. Er hat's verhindert. Grimm, du sturer Mistkerl. Es tut mir so leid, Roth. Nein, sei nicht traurig, Lara. Mach was draus. Wir trinken einen auf den alten Mann, wenn wir hier weg sind. Ich versuche näher ranzukommen. Kannst du mir noch mal Deckung geben? Ja, ich habe ein freies Schussfeld bis zu den Palastmauern. Okay. Oh, Backe. Grimm ist tot. Ein großer Verlust. Rettungshubschrauber N888RC nähert sich vom Frachter Trinity. Reaktion auf SOS. Hier ist Conrad Roth von der Endurance. Hören Sie mich? Lara, hast du gehört? Ein Rettungshubschrauber ist unterwegs. Das ist ja großartig, Ross. Du gibst ihnen ein Signal. Ich hole Sam und die anderen. Aber Lara, vielleicht sollte ich... Hier geht's um keinen Piloten, Ross. Ich habe Sam und die anderen da reingebracht. Ich hole sie wieder raus. Und ich hoffe, das klappt auch, liebe Lara. Erstmal mal kurz hier das Lagerplatz hier benutzen. Beziehungsweise diesen Lagerplatz. 3 Fähigkeitenpunkte und wir können uns natürlich wieder ausrüsten. So schön ist es hier. Erstmal vielleicht den Bogen, oder? Na, Bogen haben wir ja alles voll geskillt. Von daher kann ich das auch nicht mehr machen. Schade. Pistole vielleicht. Salvenmodus. Gemeistert, gemeistert, gemeistert. Salvenmodus brauche ich ehrlich gesagt nicht so. Daher mache ich das nicht. Aber Gewehr-Upgrade, das werde ich machen. Gepolsterter Schaft. Eine Polsterung von Gewehrkolben. Und Griff zur Stabilisierung der Waffe beim Feuern. Tada! Rücklaufbremse auch noch. Verbesserte Präzision, vermute ich. Klebeband, Doppelmagazin auch noch. Das kann ultra wichtig sein. Ihr wisst ja hier, die AK-47, die ist schon eine super Kultwaffe. Kennt jeder bestimmt von euch. Oder sollte jeder kennen. Falls nicht, wisst ihr es jetzt. So, dann natürlich die Fähigkeiten, was wir noch skillen sollten. Jäger-Upgrades, nein, Kämpfer-Upgrades, oder? Shit, ich kann hier immer noch nichts skillen, das ist ein bisschen mies hier. Und was ist mit Jäger-Upgrades? Auch noch nichts. Verdammte Axt, das ist ein bisschen blöd hier. Scheibenkleister, Überlebungskunst. Sammeln Sie zusätzliche Belohnungen beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmitteltruhen. Mache ich doch gerne. Dankeschön. Neuen Fähigkeitsstrang freigeschaltet. Glückwunsch, ein neuer Fähigkeitsrang wurde freigeschaltet. Lara ist nun abgehärtet und kann ihre Kletteraxt im Kampf einsetzen. Drücken Sie F in der Nähe von Feinden, um diese mit der Axt anzugreifen. Ja, das ist gut. Das hat ja eigentlich auch ein bisschen gefehlt, finde ich. Okay, Knochensammler.
plündern sie Tierkadaver. Sorgfältig habe ich auch schon. Pfeile wiederfinden habe ich auch schon. Nee, kann ich sogar machen. Zack. Ja, das kann auch helfen. Okay, das reicht aber erstmal. Nee, wir haben sogar einen Punkt noch, den wir benutzen können. Finden Sie bei toten Feinden versteckte Taschen, um zusätzliche Munition zu erhalten. Direkt auch mal benutzt. Jetzt können wir mehr mit unseren Waffen schießen. Das ist mal richtig gut hier. Und sehr praktisch. Aber nichts wie weiter. Jetzt geht die Party los. Und Lara ist auf jeden Fall ready. Wo lang muss ich überhaupt? Okay, von hier bin ich gekommen. Jetzt muss ich möglicherweise hier lang. Über die Brücke. Hier werden bestimmt Gegner kommen. Schaut euch das mal an. Das ist doch klar wie Kloßbrühe. Was ist hier bloß passiert, Mann? Alles kaputt. Jetzt einmal kurz rüberspringen. Gut. Wären wir verletzt, ginge das nicht. Okay, Lara. Auf der Brücke wimmelt es von Wachen. Toll. Irgendwelche Vorschläge? Es wird knifflig, aber wahrscheinlich kommst du unter der Brücke rüber. Ich hatte befürchtet, dass du das sagst. Keine Sorge, ich decke dich den ganzen Weg. Das will ich auch mal hoffen, ansonsten sind wir geliefert. Den Solaris. Und wo ist Messias? Der gute Messias, der möchte gern Lehrer. Der nennt sich ja zumindest, dass er ein Lehrer wäre. Der Hampelmann. Na, wenn der nur wüsste. Oh. Es gibt was zu transferieren. Oder? Boah, wie krass sie damit schlägt, oder? Das, was wir freigeschaltet haben. So, jetzt müsste ich allerdings wissen, wie ich hier rauskomme. Ich glaube, oben lang. Hier rüber. Unter der Brücke. Okay, jetzt muss ich wieder rüberspringen. Ein bisschen Anlauf nehmen, ihr kennt das ja. Auf 1, 3, 2, 1. Und... Lara, ich hab sie im Visier. Es geht los. Gib dein Bestes. Fuck. Ich muss mich beilen. Was zum Teufel ist da unten los? Glaubst du, sie haben die Outsiderin? Keine Sorge. Falls nicht, kommt sie direkt zu uns. Vater Matthias schickt uns zu den Oni, wenn wir sie nicht finden. Nur wenn wir versagen. Und das werden wir nicht. Die Sonnenkönigin ist mit uns. Oder vielleicht noch mit der verdammten Outsiderin. Sie hat genug von uns getötet. Auch wieder wahr. Genug. Ihr träumt zu viel, meine Freunde. Gleich vergeht euer Lachen, eure Freude. Shit. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich dachte, das wär's. Bist du okay? Das war echt knapp. Und weiter. Ach du Scheiße. Halt! Nicht bewegen! Sie sehen dich! Warte! Wir sind die rechte Ziele! Jetzt los! Sniper! Oh Mann! Halt! Warte! Hab ihn fast! Heiliger! Halt! Warte! Warte! Lara, der Weg müsste frei sein. Vielen Dank. Schnell hoch. Danke für die Deckung. Ich denke, damit sind wir quitt. Ja, sieht ganz danach aus. Lara, pass auf! Ich brech dir das Genick! Ergib dich! Nein! Sie sind gestürzt. Ob sie tot ist? Was? Sie sind in Deckung! Da ist sie!
Lara, es sind zu viele! Verschwinde von dort! Es sind wirklich viele, oh mein Gott! Sie sind wahnsinnig! Ich muss schnell mich beeilen! Fuck! Alles kracht ein! Ach du Scheiße! Oh Gott! Zu viele Schüsse, ich muss mich beeilen! Nein, 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 nein! Fuck! Oh Gott, wo lang jetzt? Auf die Wand! Nein! Shit! Das können wir gleich wieder von neu versuchen. Das ging ein bisschen zu schnell. Lara, es sind zu viele! Verschwinde von dort! Ach du Scheiße! Komm schon! Beeilung! Bist du wirklich sicher, Lara? Ich hol sie, Ross. Und ich komm zurück. Versprochen. Versprochen ist versprochen und nicht gebrochen. Oder wie sagt man's gleich? Oh oh. Das kann was werden. Ich check gerade meine Waffen ab, ob alles genug nachgeladen ist. Wieder Skelette. Das kann nicht gut heißen. Jetzt geht's zu Sam, unserer Freundin. Mal sehen, ob sie lebt. Oder vielleicht auch schon tot ist. Na, schlimm sieht sie auf jeden Fall aus. Und die Luft ist bestimmt mehr als stickig hier. Und schon gar nicht gesund. Eine Höhle. Das ist hier mega Survival. Schaut euch das mal an. Sieht aus, als ob hier wieder irgend so ein Totenbeschwörer ist. Oder vielleicht so ein Kannibale. Kaverneneingang. Unsere aktuelle Position. Niemand bleibt zurück. Dauert nicht mehr lange. Meine Brüder, hört mich an! Draußen in der Welt waren wir nichts. Aber hier sind wir die Solari. Die Kinder der Sonnenkönigin. Sie brachte uns nicht umsonst hierher. Ich weiß, ihr sehnt euch nach Freiheit. Ich weiß, ihr wollt weg von diesem Ort. Aber dafür müssen wir die Königin befreien. Sie ist eine Gefangene wie wir. Wenn wir sie befreien, befreien wir uns selbst. Dieses Mädchen trägt das Blut dieses Landes in sich. Sie könnte der Schlüssel sein. Das Ritual der Flammen zeigt uns die Wahrheit. Himiko, ihr seid die Erste und die Letzte. Sprecht jetzt zu uns. Hast du unseren Bruder getötet? Jetzt töte ich dich. Das ist für Wladimir. Genau. Dimitri, Nikolai, bringt sie zu mir. Oh.
Jede Kreatur der Welt wird von Natur aus kämpfen, wenn sie ihr Überleben gefährdet sieht. Glaub also nicht, ich verstünde dich nicht, aber ich mache das schon länger. Macht euch bereit, Brüder! Unsere Königin wird gleich zu uns sprechen! Sprecht zu uns, Mimiko! Sieh mich nur an, okay? Sie ist die eine! Schon bald, meine Brüder! Bald sind wir frei! Bringt sie in den Thronsaal! Dein Kampf ist vorbei!